ja, da freust du dich auf einen Prominenten und es kommt Olli Pocher. Der tanzt gerne im Fernsehen, aber auch auf Tischen. Und er legt sich gerne mit Leuten an. Genau deshalb ist er perfekt für unseren ersten Streich. Die Idee für meinen besten Streich war, dass mein Fahrer für mein besonderes Meeting einfach immer auf mich aufpasst. Du machst das schon, jo, ne? Bis später. Mach's gut. Bis später. Ciao, ciao. Pierre ist noch nicht lange in der Branche. Er wird also noch viele Promis kennenlernen und chauffieren. Aber dieser Tag mit Olli wird sich ihm ins Hirn einbrennen. So viel kann ich jetzt schon verraten. Dann kam Pierre an, professionell, wie sich's gehört, und ab ging die wilde Reise. Für mich war es schon ein relativ wichtiger Termin, den ich hatte. Und deswegen versuche ich den immer mit Alkohol ein bisschen auszugleichen, dass ich nicht so nervös bin. Pierre, lass den Wagen stehen und lauf weg. Kein Witz, hau ab! Was ist denn das, ein Meeting oder? Ja. Geht um so eine neue Sendung, irgendwie mit Politikern, und es soll seriös sein, deswegen ziehe ich mir heute einen Sakko an. Nein, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ziehen wir es durch. Also ich hatte natürlich einen sehr wichtigen Termin und von daher war er auch nicht nur Fahrer, sondern sollte auch ein bisschen aufpassen, dass alles ohne Probleme abläuft. Wodka riecht man zum Glück gar nicht so. Nee. Das ist ein alter Trick. Eine Flasche war mit Alkohol präpariert, eine ohne. Ist aber ein guter, oder? Ja. Irgendwann habe ich aber den Unterschied nicht mehr festgestellt. Hi Bernd. Hörst du mich? Der Pierre ist ein super motivierter Mitarbeiter, ist ein richtig cooler Typ. Und ich wollte ihm halt auch einfach mal mit diesem Auftrag zeigen, dass er alles schaffen kann. Diese Feuertaufe soll er heute mal kriegen und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Danke für gar nichts, Bernd. Für das, was du dem armen Pierre da einbrockst, hast du dir das hier redlich verdient. Wer ist am weitesten von Geschlechtsverkehr entfernt? Bernd! Dass du darüber lachen kannst, das gefällt mir. Ich glaube, der Herr Pocher ist an Bord. Ja, wir sind schon. Selbstverständlich, Bernd! Bernd, die alte Kanüle. Pierre fand das weiterhin alles sehr lustig, weil er dachte, Mensch, ja, dann ist er halt gut drauf. Aber es sollte noch besser werden. Letzte Chance, Pierre. Hau einfach ab. Bis zum Meeting war ja noch ein bisschen Zeit. Und warum alleine rumsitzen, wenn man Pierre hat? Zwei Gin Tonic. Ich nehme eine Cola. Ja. Wenn er keinen haben will, mehr für mich. Ich wusste ja, dass jeder, der in diesem Laden sitzt, weiß, was passieren wird. Und ich muss sagen, es war sensationell, weil keiner auch irgendwie aus seiner Rolle gefallen ist. Pierre ist wirklich mit Alkohol nicht zu locken. Also es war wirklich wie der Teufel mit dem Weihwasser. Pierre hatte natürlich noch im Hinterkopf, dass ich ein wichtiges Meeting hatte. Ich persönlich habe nur noch auf den nächstbesten Lacher gewartet. Also lange wie sie braucht, war sie entweder kacken oder hat ihre Tage. Was ist, glaube ich, so kacken oder Tage? Ich frage sie gleich. Nein. Sag. Nein, Himmels Willen. Sag. Kacken oder Tage? Sorry. Wir haben gerade gewettet. Du warst ja ein bisschen länger auf Toilette. Ich frage einfach nur. Liebe Zuschauer, natürlich würde ich niemals eine Frau fragen, ob sie gerade kacken war oder ihre Tage hat. Nein, natürlich nicht. Warst du kacken oder hast du deine Tage? Okay, reicht. Reg dich nicht auf, Pierre. Was du nicht weißt, Olli ist mit Alkohol viel charmanter als ohne. Wenn ich mal ganz kurz probieren darf, ob ich... Nein. Immerhin, er hat gefragt. Hierher. Die Oliven auch. Was denn? Oh. Warte, ganz schön. Das war natürlich unangenehm, dass die Oliven Kerne hatten. Pierre hat immer versucht, natürlich mich wieder auf den Pfad der politischen Korrektheit zu bringen. Dürfte ich mal ein Stück abbeißen von der Bruschetta? Nein. Nein. Oh. Nein.
So ein Alkoholkonsum ist ja keine Einbahnstraße, da muss ich natürlich auch öfter mal auf Toilette. Leute, ey, euer Wein haut aber ganz schön rein. Das reimt sich. Entschuldigung. Prost, Schulz! Sie machen aber auch ganz schön was mit. Ja, ich soll auf ihn aufpassen, aber ich... Wie? Ich hab schon seinen Alkohol kompensiert. Ne? Pierre schuldet mir bis heute noch 3,99 für meine Wodkaflasche, die er da versteckt hat. Ich hab uns ein Wässerchen. Oh ja. Ne? Für mich lieber noch ein Gin Tonic ohne Tonic. Ich fasse zusammen. Der Olli wünscht sich einen Gin Tonic, aber ohne Tonic. Und der Pierre wünscht sich einen Tag mit Olli, aber ohne Olli. Mir ist ja egal, Junge. Irgendwelche Politiker interviewen und ich soll seriös dabei wirken. Ach so. Und ich glaube, es ist ganz gut. Was mich ein bisschen gestört hat im Laden, war keine Stimmung. Warum ist hier eigentlich gar keine Musik? Habt ihr nicht mal ein bisschen Musik hier, dass ein bisschen Stimmung kommt hier? Hä? Nein, braucht man gar nicht. Doch, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik hier. Stimmung für alle! Nein. Nur weil Pierre keine Musik hören will, heißt ja nicht, dass wir keine Musik hier im Laden spielen können. Felicita! 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 Naja, und jederzeit hätte auch dieses Meeting beginnen können. Also wir waren ja schon eine gewisse Zeit auch vor Ort. Nein, 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 nicht auf den Tisch. Nein, nein, nein. Du musst nur gut festhalten, Pierre. Nein, halt mal gut fest. Pierres meistgesagtes Wort war nein. Nein, nein, nein. Nein, halt nein. Halt gut fest. Nein, nein. Nein, nein, seriös. Pierre, was? Nein. Sowas von seriös. Nein, nein. Und der Olli hat schon oft ein Nein bekommen. Sehr oft von Frauen und noch häufiger von Fernsehsendern. Ich habe schon oft Nein gehört, aber so oft an einem Tag auch noch nicht. Nein, der hält nicht. Ich frage mich gerade, wann er anfängt zu übertreiben, der Olli. Na, obwohl, das habe ich so auch noch nicht. Ach doch, ja doch, letzten Dienstag bei der Taufe. Oder war es bei der Beerdigung? Ich bin dann auf Toilette gegangen, um einfach auch mal Bernd die Chance zu ermöglichen, nachzufragen, wie es bisher läuft. Bernd ist Pierre ja immer eine große Hilfe. Moment mal. Ja. Ja, ich stehe gerade mal raus. Ja, ist alles okay? Na, Pierre, läuft doch bisher ganz gut mit mir. Ich hab keine Ahnung, also, er rastet hier vollkommen aus, trinkt anderer Leute Getränke und isst anderer Leute Sachen und tat's auf dem Tisch und so. Ja, das darf auf gar keinen Fall passieren, ne? Oh, scheiße. Ja. Du hast mich ja gewarnt, dass es schlimm wird, aber Hilfe. Einfach ja. Hilfe. Immer, ich bin hier gleich mit dem Termin, ich komm gleich mal vorbei, ja? Alles klar, bis gleich, ne? Ja, bis gleich, ciao. Ciao, ciao. So langsam hat Pierre, glaube ich, seinen Job bereut heute. I'm sexy and you know it. Dün, 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 dün. Es ist doch erst ein gelungener Partyabend, wenn man sich alles nochmal durch den Kopf gehen lässt. Zur Erinnerung, hinter uns liegen 2 Stunden, 4 Flachmänner Wodka und schlappe 8 Gin Tonics. Früher konntest du einfach in eine Bar gehen und einfach mal einen Blumentopf kotzen und alle fanden es sensationell. Heute hat jeder Spinner ein Handy dabei. Alter, was machst du denn da gerade? Was machst du denn gerade? Nichts. Was machst du denn da gerade? Nichts, ich hab nichts gemacht. Ja, hast du es gerade gefilmt nein, oder was? Nein, hab ich nicht. Aber keinen Scheiß, nein, Alter. Ich hab's doch gesehen, du hast es doch gefilmt. Nein, hast du es gefilmt? Nein, hab ich nicht. Also, du hast doch gerade das Handy so gehalten. Nein, das war nicht. Ich glaube, Pierre hatte mehr Angst um mich als um seinen eigenen Job. Nicht gewesen. Nee, genau, du hast hier so nur zufällig gestanden oder was? Ja, ganz genau. Laber keine Scheiße, zeig's mir. Zeig's mir bitte. Zeig's mir. Pierre ist, wie es sich für einen guten Freund gehört, immer dabei geblieben. Genau das hat dem Streich noch gefehlt. Eine schöne kleine Kneipenschlägerei. Der Olli liefert einfach. Das muss man ihm lassen. Wenn der Chef kommt und du hast die Lage so außer Kontrolle gebracht, dann muss es immer einen Schuldigen geben. Und das war definitiv nicht ich. Was ist passiert? Erklär's mir. Er hat ihn angeblich gefilmt. Aber angeblich oder wirklich? Nein, ich hab dich nicht gefilmt. Ich frag noch einmal, frag ihn. Nachdem wir ihm wirklich das so lange Zeit angetan haben, war es jetzt auch Zeit für die Erlösung, fand ich. Du hast mich nicht gefilmt.
Aber wir haben dich gefilmt die ganze Zeit. Und deswegen bist du heute hier bei Mein bester Streich. War doch ein entspannter Tag, oder Pierre? Pierre! Ich werde den Tag, glaube ich, niemals vergessen. Also, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich bin sehr erleichtert, ja. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch gemacht hätte. Was Pierre nicht weiß, er muss mich jetzt noch nach Hause fahren. Ich werde Oliver hinfahren, wo er will, jederzeit. Und alles gut. Die neuen BFFs, Olli und Pierre.